Lua und die Strings. In einem Programm benötigt man häufig Texte. Und solche Texte muss man im Skript als Text kennzeichnen, um sie von zum Beispiel dem Namen einer Variablen zu unterscheiden. Für diese Kennzeichnung benutzt man in Lua die Anführungszeichen. Und zwar am Anfang und am Ende des Textblocks. So ein Text kann ein ganzer Satz sein oder nur ein einzelnes Wort oder auch nur ein einzelner Buchstabe. Man nennt diese Textblöcke String, weil die Schriftzeichen wie auf einem Bindfaden aufgereiht sind. Man kann für die Kennzeichnung eines Strings wahlweise die doppelten oder die einfachen Anführungszeichen verwenden. In Lua hat beides dieselbe Bedeutung. Aber die Zeichen am Anfang und am Ende des Strings müssen identisch sein. Das jeweils andere Anführungszeichen kann man dann innerhalb des Strings verwenden. Schreibe ich also den String in einfache Anführungszeichen, dann kann ich ein Wort innerhalb dieses Strings in doppelte Anführungszeichen setzen. Möchte ich hingegen das Wort in einfache Anführungszeichen setzen, dann setze ich den String in doppelte Anführungszeichen. Wenn wir den Inhalt der Variablen Beispiel jetzt mit Print Beispiel ausgeben, dann sieht man unten im Ausgabefenster, dass der gesamte String nicht in Anführungszeichen steht. Die Anführungszeichen außen sind nur dazu da, innerhalb des Skripts den String als solchen zu kennzeichnen. Aber die einfachen Anführungszeichen um das Wort Lua, die werden mit ausgegeben. Neben den Schriftzeichen möchte man im String auch Steuerzeichen haben. Weil alle Buchstaben im String vorkommen können, benötigt man ein Zeichen, das besagt, das, was nach diesem Zeichen kommt, ist ein Steuerbefehl. Man nennt dieses Zeichen ein Escape-Zeichen. Und bei Lua hat man festgelegt, dass der rückwärts gerichtete Schrägstrich, der Backslash, das Escape-Zeichen ist. So kann ich zum Beispiel hinter Backslash ein N schreiben für neue Zeile, für New Line. Wenn wir diesen Text ausgeben, dann wird der Text im Ausgabefenster über zwei Zeilen verteilt. Dieser Zeilenumbruch wird durch Backslash N bewirkt. Das Escape-Zeichen kann ich auch verwenden, um innerhalb des Strings dasselbe Anführungszeichen zu verwenden, mit dem ich auch den String kennzeichne. Mit Backslash und den doppelten Anführungszeichen kann ich im String das doppelte Anführungszeichen verwenden, obwohl der gesamte String in doppelten Anführungszeichen steht. Mit Backslash und dem doppelten Anführungszeichen wird in der Ausgabe ein doppeltes Anführungszeichen geschrieben. Das doppelte Anführungszeichen muss ich über eine Escape-Sequenz erreichen. Das einfache Anführungszeichen braucht kein Escape-Zeichen davor, weil der gesamte String in doppelten Anführungszeichen steht. Würde der gesamte String in einfachen Anführungszeichen stehen, dann bräuchte das doppelte Anführungszeichen kein Escape-Zeichen davor. Aber das einfache Anführungszeichen braucht jetzt ein Escape. To escape heißt entkommen. Und in diesem Fall ist damit gemeint, dass man mit dem Escape-Zeichen der normalen Bedeutung des nachfolgenden Zeichens entkommt und ihm stattdessen eine andere Bedeutung gibt. Hier ist eine Liste aller Escape-Sequenzen, die Lua kennt. Das erste ist Backslash A für Bell, für die Glocke, und zeigt, wie alt diese ganze Idee ist. Das stammt nämlich aus der Zeit der alten Telex-Maschinen.
Backslash B steht für Backspace, also für das Löschen des Zeichens links von der Position. Backslash F steht für Form Feed. Damit wurde damals das Blatt Papier um eins weitergeschoben. Backslash N hatte ich schon vorgestellt, das ist New Line. Backslash R ist Carriage Return. Beides sind Sequenzen, die eine neue Zeile erzeugen. Backslash T ist für einen horizontalen Tabulatorsprung, Horizontal Tab. Und entsprechend ist Backslash V für einen vertikalen Tabulatorsprung. Backslash gefolgt von dem zweiten Backslash brauchen wir, um im Text einen Backslash zu schreiben. Dann haben wir, wie schon gezeigt, Backslash Double Quote, das doppelte Anführungszeichen. Und wir haben Backslash Single Quote, das einfache Anführungszeichen. Und beide Escape-Sequenzen kann man immer verwenden, egal welche Anführungszeichen den String einschließen. Und weil die rechteckigen Klammern ebenfalls eine Steuerfunktion haben können, kann man mit Backslash und Left Square Bracket oder Backslash und Right Square Bracket auch diesen Steuerbefehlen entkommen und die linke oder rechte eckige Klammer wirklich als Schriftzeichen mit einsetzen. Und dieses Dutzend an Escape-Sequenzen ist schon die komplette Liste. Es kommt häufig vor, dass man mehrere Strings hat, die man zu einem String zusammensetzen möchte. Um zu demonstrieren, wie das geht, teile ich den String jetzt auf in Beispiel 1, Beispiel 2 und Beispiel 3 und setze dann diese drei Teile im Print zusammen. Das Pluszeichen funktioniert für diesen Zweck nicht, denn wir wollen die Texte aneinander reihen. Wenn ich das mit dem Pluszeichen versuche, dann bekomme ich in Lua die folgende Fehlermeldung. Attempt to perform arithmetic on a string value. Übersetzt heißt das, Versuch, eine arithmetische Operation, also eine Rechenoperation, mit einem String auszuführen. Das korrekte Zeichen für das Verbinden mehrerer Strings zu einem neuen String sind zwei Punkte hintereinander. Leerzeichen zwischen den Variablen und den beiden Punkten sind erlaubt, aber nicht notwendig. Die Leerzeichen dazwischen dienen nur der Lesbarkeit und erzeugen kein Leerzeichen im ausgegebenen String. Es gibt eine ganze Bibliothek mit Funktionen für Strings. Diese Bibliothek findet man mit String. Das ist dasselbe Prinzip, dieselbe Schreibweise wie bei Tabellen. Aus einem guten Grund. In Lua werden diese Dinge tatsächlich in Tabellen verwaltet. Eine dieser Funktionen ist String.len, L-E-N, als Abkürzung für Length, also für die Länge. Mit String.len und einem String als Argument bekomme ich die Länge dieses Strings zurück. Diese Länge kann ich dann in einer Variablen speichern und zum Beispiel ausgeben. Die Funktion StringFind sucht in dem String, den man als erstes Argument angibt, einen zweiten String, den man als zweites Argument eingibt. Diese Funktion liefert zwei Werte zurück, das Zeichen, bei dem der gesuchte String anfängt, und das Zeichen, bei dem der gesuchte String endet.
Ein weiterer sehr nützlicher Befehl aus der String Library ist Format. Mit Format kann man ein Muster vorgeben, das man dann mit Bauteilen füllt, um einen String zusammenzusetzen. Ein einfaches Beispiel wäre der Text für eine Rechenformel. Das Muster für diesen Text schreibt man als String und die Platzhalter brauchen ein vorangestelltes Prozentzeichen. Mit %d markiert man den Platz, an dem eine Dezimalzahl stehen soll. Zwischen diesen Platzhaltern kann man normalen Text schreiben, in diesem Fall einfach ein Leerzeichen, ein Plus und ein Leerzeichen. Jetzt ein weiterer Platzhalter, ebenfalls für ein Dezimalzeichen. Dann Leerzeichen gleich Leerzeichen und ein dritter Platzhalter für eine Dezimalzahl. Damit ist dieser Formatierungsstring, der Pattern, beschrieben. Und jetzt kommen die Werte, die für die Platzhalter eingesetzt werden sollen. Vorne eine 1, an zweiter Stelle eine 2 und an dritter Stelle das Ergebnis von 1 plus 2. Wenn ich diesen formatierten String jetzt in einer Variablen speichere und über Print den Inhalt dieser Variablen ausgebe, dann steht in meinem Ausgabefenster 1 plus 2 gleich 3. Diese Methode eignet sich vor allen Dingen gut für wiederholte Textausgaben mit unterschiedlichen Inhalten. Beispielsweise eine Multiplikationstabelle. Sehr häufig benutzt man diese formatierte Textausgabe im Zusammenspiel mit Tabellen. Die Tabelle Beispiel kann als erstes Element den String die Version enthalten. Bitte das Komma hinter dem Element nicht vergessen. Dann soll das zweite Element sein des 3D-Modellbahnstudios, ebenfalls als String, eingeschlossen in einfache Anführungszeichen, damit wir die doppelten Anführungszeichen im Text verwenden können. Und das dritte Element soll lauten, stellt Lua Befehle zur Verfügung. Diesmal setze ich diesen String in doppelte Anführungszeichen, damit ich die einfachen Anführungszeichen im Text verwenden kann. Ein viertes Element bekommt den Namen Version und enthält eine 5. Jetzt können wir über Print einen formatierten String ausgeben. Der nach dem folgenden Muster, Pattern auf Englisch, gebaut wird. %s für einen String, Leerzeichen, %b für eine Dezimalzahl, Leerzeichen, %s für einen String, Leerzeichen, %s für einen letzten String. Das Ganze in Anführungszeichen. Und dann kommt als nächstes Argument aus der Tabelle Beispiel das Element Nummer 1 für den ersten Platzhalter. Das nächste Argument ist aus der Tabelle Beispiel die Version, also Beispiel.Version. Das nächste Argument ist aus der Tabelle Beispiel das zweite Element und zum Schluss brauchen wir aus der Tabelle Beispiel das dritte Element. Die blaue Klammer hier am Ende passt zu der Klammer hinter der Funktion String Format, schließt also diesen ganzen Block als Argumente für String Format ein. Die Funktion Print braucht aber ebenfalls am Ende eine schließende Klammer. Die Ausgabe ist unser üblicher Text, die Version 5 des 3D-Modellbahnstudios stellt Lua-Befehle zur Verfügung. Ein weiterer nützlicher Befehl aus der String Library ist sub.
Sub ist so etwas wie ein Unterelement von etwas. Wenn ich von dem String im Element Nummer 2 von meiner Beispieltabelle nur den Teil 3D-Modellbahnstudios haben möchte, dann muss ich mit dem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zeichen beginnen und mit dem 26. Zeichen aufhören. Möchte ich als Substring nur 3D-Modellbahnstudio haben, dann höre ich bei dem 25. Zeichen auf. Und wenn ich nur Modellbahnstudio haben möchte, dann beginne ich mit dem Zeichen Nummer 9. Ein letztes Beispiel habe ich noch. In der Tabelle Beispiel steht ein Element Grund, das enthält den String Zuschauen, ein Element Lohn, das enthält den String Dank und ein Element Menge und das enthält den String Vielen. Mit Print gebe ich jetzt einen Text aus, der dem folgenden Pattern folgt. Ein String, Leerzeichen, ein String, Leerzeichen, dann das Wort fürs, Leerzeichen und ein dritter String. Das Ganze in Klammern, dann Doppelpunkt Format und dann erneut in Klammern die Elemente, mit denen ich den Pattern füllen möchte, nämlich aus der Tabelle Beispiel die Menge, aus der Tabelle Beispiel den Lohn und aus der Tabelle Beispiel den Grund. Vielen Dank fürs Zuschauen.